Der Aktienmarkt ist auf Rekordniveau, aber die deutsche Wirtschaft, die stöhnt. Wie passt das zusammen und welche Anlageklassen sind jetzt interessant? Darüber spreche ich mit Professor Max Otte. Er ist Buchautor, Ökonom, Fondsmanager. Schön, dass Sie heute hier sind. Ja, freut mich sehr, Koch. Wir sitzen hier in der Börse und es lief zuletzt wirklich verdammt gut. Der Aktienindex ist jetzt auch zum ersten Mal über der 18.000er Marke geschlossen. Die Stimmung scheint ganz gut zu sein, aber wenn wir auf die Wirtschaft gucken, dann passt das irgendwie nicht ganz zusammen. Ja, erstmal freut es mich sehr, dass ich hier bin. Es ist schon eine Weile her, dass ich, früher war ich regelmäßig da und es kommen dann nostalgische Gefühle in gewisser Weise, aber das passt schon zusammen. Wenn man sich nämlich die Langfristentwicklung anschaut, dann sieht das nicht so gut aus. Der DAX ist in den letzten 10 Jahren gut 78% gestiegen. Das klingt erstmal gut, aber es ist bestenfalls ein Inflationsausgleich. Der Dow Jones ist um 170% gestiegen, also mehr als das Doppelte. Das zeigt einfach, dass die deutsche Wirtschaft strukturell ganz weit hinterherhinkt. Jetzt haben wir mal so eine kurze Aufholjagd, aber grundsätzlich sind wir in unseren Fonds zum Beispiel sehr vorsichtig mit deutschen Aktien, mit DAX-Titeln, weil hier einfach vieles nicht richtig läuft. Und natürlich kann die Börse kurzfristig mal ausschlagen, kann auch mal vorpreschen, kann auch mal sehr positiv sein. Aber langfristig sind die strukturellen Faktoren für DAX-Unternehmen, für die deutsche Wirtschaft eben nicht gut. Und das Wachstum für dieses Jahr ist praktisch null. Ja klar, ich meine, wenn man, das darf man ruhig so sagen, eine selbstzerstörerische Politik hat, es kann ja Gründe dafür geben. Es kann ja sein, dass die Energiewende, also ich will das jetzt nicht grundsätzlich diskutieren, es kann ja sein, dass die sinnvoll ist. Es kann sein, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine sinnvoll sind. Es kann alles sinnvoll sein, je nachdem, wie man das politisch beurteilt. Aber es ist natürlich extrem schädlich für die deutsche Wirtschaft. Wir drehen unsere Energie ab, wir koppeln uns von billige Energie ab, was in Deutschland immer noch gut war über die letzten Jahrzehnte, war, dass wir funktionierende Industriekerne hatten. Also diese Deindustrialisierung, die in den USA in den 70ern anfing, haben wir zwar auch die letzten 2-3 Jahrzehnte gehabt, aber bei weitem nicht in diesem Umfang. Wir haben einen deutschen Mittelstand gehabt, wir haben auch noch funktionierende Großkonzerne gehabt. All das bröckelt, erodiert, implodiert teilweise. Wir haben die ersten Insolvenzen, großen Insolvenzen, zum Beispiel den Traditionshersteller Weg. Das ist eine spannende Story, habe ich auch in meinem vorletzten Buch darüber geschrieben. Die sind im 19. Jahrhundert entstanden. Diese Einkochgläser sind weg, aber das ist nur einer von vielen. Und deswegen sieht es trotz dieser kurzfristigen Blüte nicht gut aus für die deutsche Börse oder für die meisten Unternehmen. Und wir haben natürlich auch diese geopolitischen Risiken, also Nahostkonflikt, vor allen Dingen Ukraine-Krieg seit 2 Jahren. Sind das Themen, die vielleicht hier gar nicht so aktiv bei den Anlegern gerade drin sind, weil man das verdrängt? Die Börse ist kurzfristig ja sehr, sagen wir, stimmungsgetrieben und jetzt springen die Leute drauf und der DAX ist ja auch zurückgeblieben eine Weile und jetzt gibt es eben diese Aufholjagd und dann wollen natürlich mehr rein. Das ist dann so ein kurzfristiger Mechanismus und man sagt, wir nehmen schnell was mit. Also es gibt ja eben viele kurzfristige, ich nenne sie nicht Anleger, ich nenne sie Spekulanten, die glauben dann auf so einem fahrenden Zug dann noch mitverdienen zu können, was ja auch mal klappt und mal nicht. Aber das scheint mir im Moment so ein kurzfristiger Euphoriezyklus zu sein oder Euphorie ist es noch nicht, aber so ein kurzfristige Aufholjagd, wo dann auch immer mehr draufspringen, die dann aber auch wieder weggehen. Und wir investieren ja eher in Unternehmen, die langfristig Perspektiven haben. Und da könnte zum Beispiel fragen, was ist mit der deutschen Automobilindustrie? Die Autotitel sind nicht teuer, die sind gemessen am Kursgewinnverhältnis billig, die schütten hohe Dividenden aus. Aber wenn wir uns überlegen, dass diese Industrie, von der Deutschland über 100 Jahre gut gelebt hat, tatsächlich existenziell bedroht ist. Die Elektrofahrzeuge kommen in China nicht an. VW hat mit seinem Elektrofahrzeug massiv gefloppt in China. Da ist ein mörderischer Wettbewerb. Es geht eher umgekehrt. Die Elektromobilität ist das Thema. Unsere deutschen Hersteller kommen da nicht voran. Die junge Generation ist sowieso, ich sehe es an meinen Kindern, ist sowieso nicht so autoaffin. Da steht der deutschen Wirtschaft noch einiges an Feuerproben bevor. Jetzt haben Sie die Autoindustrie als Beispiel genannt, wo es große Schwierigkeiten gibt. Ein Gewinner der, sagen wir mal, aktuellen Krisen und Kriege sind sicherlich Rüstungstitel. Renk ist an die Börse gegangen, Rheinmetall, die Aktie läuft sehr gut. Sind das Aktien, die Sie auch
ins Depot nehmen würden? Grundsätzlich machen wir keine Waffenproduzenten. Das Thema Ethik ist immer so eine Sache. Also von ethischen Investments im Großen und Ganzen halte ich gar nichts. Das ist eine Masche, um Geld zu verdienen, um auch neue Kontrollen einzuführen. Aber was wir tatsächlich nicht machen, ist Waffenproduzenten. Das ist somit das Einzige. Ansonsten stehen wir auf dem Standpunkt, was erlaubt ist, was gesetzlich erlaubt ist, darf auch in die Fonds hinein. Aber ich habe für einen Mandanten mir tatsächlich Rheinmetall angeschaut letzte Woche. Die sind natürlich massiv gestiegen, haben sich verdoppelt und mehr und in den letzten 4 Jahren dann noch mehr gestiegen. Sie sind von den grundsätzlichen Kennzahlen her, was Kurs-Cashflow angeht, Kurs-Gewinn, nicht so teuer, sie sind auch nicht mehr billig. Die Frage ist, die Sie stellen müssen, wenn Sie persönlich in solche Rüstungshersteller investieren wollen, geht der Rüstungsboom weiter, gehen die Kriege weiter, hören Sie irgendwann mal auf. Und wenn Sie sagen, nein, die Welt ist, steht Kopf, die Kriege gehen weiter, dann kann man da, wenn man das rein nüchtern sieht, durchaus investiert sein. Ich glaube, klar ist zumindest, dass mehr Geld in Rüstung fließen wird von den Staaten und dass man sagt ja, die Nachhaltigkeit herstellt, um ein Gleichgewicht herzustellen, egal wie man das betitelt. Ich finde das Wort Nachhaltigkeit immer etwas schwierig, aber dass Rüstung in den nächsten Jahren sicherlich Auftrieb hat, das glaube ich schon. Ja, das ist nicht unwahrscheinlich. Von daher, wer es mag, der soll es machen. Wir machen es nicht. Aber aus rein finanziellen Gründen kann ich nicht davon abraten. Das Thema, wie stellt man dann die Wirtschaft auf? Meinen Sie auch, dass die Wirtschaft sich verändern wird, wenn wir eben immer mehr Kriege und Krise haben? Ich will nicht von einer Kriegswirtschaft sprechen, aber dass es eben so ein bisschen in die Richtung geht. Sie können ruhig von Kriegswirtschaft sprechen. Das hat das Manager-Magazin schon im Mai 2022 aus einem Cover gemacht. Da lag sinnbildlich ein umgedrehter Leopard, der stand Kopf. Und dann war groß getitelt Kriegswirtschaft. Wir drehen in die Kriegswirtschaft. Wir hatten ja schon so etwas Ähnliches, so ein bisschen während Covid. Das war jetzt kein heißer Krieg mit Waffen, aber es war ein psychologischer Krieg gegen ein Virus. Also mit allen möglichen Maßnahmen, die man sonst vielleicht im Krieg hat. Also im Krieg lässt sich natürlich auch Staatswirtschaft am leichtesten durchsetzen. Das ist wahrscheinlich die unangenehme Lösung heraus aus der Schuldenexplosion, die wir seit 20, 30 Jahren beobachten. Und dann sieht man bei vielen, und das wird ja auch dann, ich habe ja auch 2 Crashbücher geschrieben, das eine war aber zur Finanzkrise, das zweite war eher zum politischen System, die lagen auch 13 Jahre auseinander. Aber es wird ja dann gerne über Crash, sogenannte Crash-Propheten gesprochen, dass ich eigentlich Börsenbulle bin, interessiert dann in dem Falle die Medien weniger, aber ich bin ja sehr optimistisch für die Börse. Nur, wenn man diese exponentiellen Wachstumskurven sieht, dann fragt man sich immer, wie können die Schulden zurückgeführt werden, und diese exponentiellen Wachstumskurven, die werden ja seit 2, 3 Jahrzehnten gezeigt. Es geht immer weiter, bis es nicht mehr weitergeht. Und dieses nicht mehr weitergehen wird eben eine Kombination aus Kriegswirtschaft, und in der Kriegswirtschaft können Sie eben auch Schuldenstreichungen, Umschuldungen, das muss man ja nicht Staatsinsolvenz nennen, das kann man eleganter nennen, man kann Schuldentilgungspläne verschieben, man kann Schuldenfonds machen, man kann alles Mögliche machen. Also wahrscheinlich wird es eine solche unter staatlichem Zwang verhandelte Lösung geben, um dann aus diesen Schulden irgendwann wieder auszusteigen. Also der Begriff Kriegswirtschaft passt durchaus. Ich glaube, viele Anleger überlegen sich in solchen Zeiten, wo kann ich investieren, was ist sicher in Anführungsstrichen. Ich würde mit Ihnen gerne mal auf verschiedene Anlageklassen gucken, also Aktien, ETFs, Fonds, Bitcoin, Gold, Immobilien. Fangen wir vielleicht mit Aktien mal an. Sollte jeder bei Aktien dabei sein? Ja, auf jeden Fall. Das ist die Frage ist, wie viel, und auch dauerhaft dabei sein, eben nicht das kurzfristige Rein-Raus-Spiel. Also ich kann sagen, wir haben im letzten Jahr 23% gemacht. Das war besser als der DAX, der hatte 20. Dieses Jahr sind wir bei 4%, der DAX ist bei 7, mal ist man davor, mal hin. Also, und meistens kommen eben diese Erholungsphasen genau dann, wenn man sie nicht damit rechnet. Die Börse ist kurzfristig unberechenbar. Aktie ist Realwirtschaft, ist Sachwert. Da profitieren Sie langfristig vom Wachstum der Wirtschaft. Sie müssen eben bei den richtigen Branchen, bei den richtigen Sektoren, bei den richtigen Ländern dabei sein. Wir vermeiden zum Beispiel, wir hatten auch Gazprom vor 2, 3 Jahren, die sind wertlos, weil sie nicht gehandelt werden können. Vielleicht werden sie mal wieder was wert. Man sollte in den richtigen Ländern sein. Wir machen nur noch im westlichen Einflussbereich, um die geopolitischen Risiken auszuschließen, also auch keine chinesischen Aktien mehr. Dann die richtigen Sektoren. Ja, was hat da Zukunft? Big Tech sind im Moment gut gelaufen, aber die sind natürlich in 10 Jahren, sind Amazon, Microsoft und Apple immer noch da und bestimmen unser Leben. Also da muss man dabei sein, aus meiner Sicht. Rohstoffe, da ist Aufholpotenzial, und dass man sich so auf 2, 3 Branchen streut, dann aber Aktien gehören in jedes Vermögen hinein. Ich bin natürlich Aktienfan, aber unter 20, 30% wäre sträflich.
Jetzt sagen viele, es ist mir einfach zu viel Arbeit, ich kann nicht 10, 15 Aktien im Auge behalten, mir die Geschäftsmodelle anschauen und so weiter. Also die meisten Deutschen gehen lieber in Fonds und sehr viele auch in ETFs. Mhm. Ist das eine gute Alternative für Anleger, die vielleicht sich nicht so sehr mit der Börse beschäftigen? Das hat alles seine Berechtigung. Wir machen natürlich gemanagte Fonds, das hat seinen Vorteil, ETFs auch. ETFs können breite Marktindizes abdecken. Sie sind dann dumm, also wenn dieser Index sinkt, zum Beispiel der MSCI, der ist super gelaufen die letzten 20 Jahre. Der hat halt eine starke Gewichtung von USA und Big Tech. Wenn es da mal schlechter geht, dann leidet auch dieser ETF. Aber grundsätzlich sind ETFs eine gute Sache. Bei aktiv gemanagten Fonds kommt es natürlich auf den Fondsmanager an. Da gibt es gute und da gibt es schlechte. Viele schaffen es nicht, die Indizes zu schlagen. Am besten sind inhabergeführte Fonds, würde ich mal sagen, weil da der Inhaber auch mit dem Vermögen langfristig dahinter steht und mit seinem Namen. Bei den großen Fondsgesellschaften, die man so hat, wechseln halt die Fondsmanager sehr schnell. Da gibt es auch sehr gute Häuser. Aber letztlich stehen sie bei Einzelaktien, bei Fonds, bei ETFs vor demselben Auswahlproblem. Sie müssen sich immer ein bisschen damit befassen. Wenn Sie ein Portfolio mit 5, 7 Einzelaktien aus 2, 3 Branchen bauen und das nicht mehr anrühren, fahren Sie nicht schlecht. Aber wenn Sie einen gemanagten Fonds nehmen wollen, dann haben Sie natürlich auch gute Chancen. Und ein ETF, das sind halt unterschiedliche Bedürfnisse, die da abgedeckt werden. Schreibe ich auch in meinem letztjährigen Buch drüber, endlich mit Aktien Geld verdienen. Alle drei Dinge haben ihre Berechtigung. Sie haben es auch vorhin schon erwähnt, Sie haben auch ja Fonds. Und wie gehen Sie da selber als Fondsmanager vor? Wie findet man da eine Strategie, die vielleicht auch ein Anleger übernehmen kann? Also ich mache jetzt das seit 40 Jahren für mich selber. Ich hatte meine ersten Aktien beim Tod meines Vaters, da war ich 17 Jahre. Und für Kunden mache ich es jetzt seit 25 Jahren, die Fonds habe ich seit 20 Jahren. Also ich bin ein bisschen dabei und ich merke, je ruhiger ich dran gehe, je einfacher ich mir die Entscheidung mache, je weniger ich trade, je grundsätzlicher ich handle, desto besser läuft es. Ich habe zwischendurch auch Analysten-Teams gehabt. Das habe ich dann wieder ein bisschen umgebaut. Ich habe natürlich noch Leute, die mir zuarbeiten, aber ich mache alle Entscheidungen, alle finalen Entscheidungen wieder selber. Es sind 7 Fonds. Und ich zitiere da den Warren Buffett gerne. Wenn Sie so investieren, als ob Sie in Ihrem Leben nur 10 Investmententscheidungen hätten, 10 Aktien kaufen könnten. Also Sie haben da quasi ein Heft mit Tickets, Sie haben 10 Tickets und müssen sich 10-mal überlegen, was kaufen. Und dann ist Ihre Investmentkarriere durch. Wenn Sie das hinkriegen und sich sehr gut überlegen, was Sie kaufen, dann fahren sie eigentlich sehr gut. Also ich mache natürlich ein bisschen mehr. Also wir haben zum Beispiel jetzt ein bisschen, in Fonds können das ja auch steuerbegünstigt machen. Also wir haben ein bisschen was vom Big Tech Sektor weggenommen, weil die doch jetzt recht weit vorgeprescht sind. Dann machen wir wieder ein bisschen mehr Rohstoffe. Also wir können so ein bisschen feintunen. Aber grundsätzlich ist Ruhe bei der Aktienanlage eine sehr gute Sache. Es gibt ja auch noch einen anderen Börsenspruch und Börsenweisheit, hin und her macht Taschenlärm. Genau. Das finde ich auch gut, wäre auch meine persönliche Meinung oder mein persönlicher Rat an jeden, nicht zu viel immer hin und her zu schieben. Also ich denke da an den Uli Hoeneß, den wohl sein damaliger Schweizer Banker als professioneller Kunde eingestuft hatte. Damit war der Banker aus der Haftung raus. Und dann hat man den Hoeneß zum Traden animiert. Zum Teil auch ohne, dass er da wirklich sich beschäftigt hat, hat zehntausende Trades gemacht. Am Ende war das Geld weg. Die Bank hat sich gefreut und Hoeneß hatte das Nachsehen. Also hin und her macht Taschenleer ist wirklich ein sehr weiser Spruch. Wir wollen auch noch auf das Edelmetall Gold schauen. Gerade über 2200 US-Dollar auch gegangen, also wieder Rekordwerte praktisch für die Feinunze Gold. Mhm. Gehört das auch in ein Depot für Sie rein? Und wenn ja, eher physisch oder eher als Finanzprodukt? Mhm. Für mich ja. Gold ist für mich die Versicherung, physisch, da habe ich den direkten Zugriff. Wir werden immer mehr kontrolliert, wir werden immer mehr erfasst und das ist zum Glück noch nicht erfasst, zumindest wenn ich es in gewisser Weise kaufe, also kann ich auch legal. Gold physisch gehört rein, wer das einmal hat, der gibt es auch nicht wieder her, der freut sich drüber, das hat man dann einfach und das liegt da. Das bringt dann auch keine Rendite, aber es ist beruhigend, es ist wie eine Versicherung und wir haben es sogar dann auch in unserem alternativen Investmentfonds physisch drin. In den Publikumsfonds dürfen wir es nicht machen, das verbietet die Finanzmarktregulierung, weil die Branche sagt, physisches Gold ist riskant. Das ist natürlich paradox, aber wenn Sie überlegen, wer die Gesetze macht oder die Regeln, das ist natürlich eine Lobbytätigkeit. Die Finanzinstitute wollen nicht, dass physisches Geld Gold in den Fonds ist. Die wollen natürlich lieber ihre Papiere da reinbringen. Aber für Privatanleger finde ich physisch sehr gut, entweder im Safe zu Hause, im Safe woanders. Papier ist dann eben doch Papier letztlich. Und dieses Gold hat auch noch Potenzial. Wir sind ja jetzt beim neuen Hoch, aber wenn Sie sehen, dass dieses Hoch, gut 2011 hatten wir eins, davor war 1980,
Wenn Sie dann die Inflation rausrechnen, dann vielleicht sogar noch die nicht erfasste Inflation, dann sind wir weit weg von alten Hochs. Und also bis 2,8 oder so ist für mich völlig stressfrei sicher, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren geht. Darüber hinaus muss man gucken. Ich habe übrigens gelesen, Einbrecher schauen immer zuerst ins Tiefkühlfach. Also da sollte man Gold auf jeden Fall nicht lagern. Dann habe ich was von Ihnen gelernt. Und im Garten verbuddeln macht, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Wenn man sich den Goldchart anschaut und darauf den Bitcoin-Chart legt, sieht man, dass die relativ ähnlich ihre Hochs wieder hatten. Mhm. Also Bitcoin ist aus dem Krypto-Winter erwacht, ist stückweise hochgegangen, auch wieder auf neue Rekordhochs. Bitcoin-ETF sind in den USA jetzt eine Anlageklasse. Ist für Sie Bitcoin damit auch interessanter geworden? Ich mache keinen Bitcoin, das ist mir zu schwierig, da gibt es viele Gegenargumente, viele Leute haben Geld damit verdient, da freue ich mich für Sie. Das Gute am Investieren, wenn Sie eine Weile machen, ist, dass Sie irgendwann wissen, Sie müssen nicht alles machen, Sie müssen nicht auf jeden Zug aufspringen oder auch da können wir Costolani zitieren, also wenn Sie eine Aktie verpasst haben, das ist wie bei Straßenbahnen, die nächste kommt bestimmt. Von daher mache ich das nicht. Also ich habe mal ein 100 Seiten Paper der Bundesbank gelesen. Die haben sich Mühe gegeben, das sehr verständlich zu erklären. Ich glaube, ich habe das meiste verstanden, aber es gibt ja auch mehrere Gegenargumente. Also wenn die Infrastruktur ausfällt, man braucht eben Strom. Das andere ist, was auch Thorsten Hens von der ETH Zürich vor zwei Jahren gesagt hat, wo ich auch immer in die Richtung gegangen bin. Wenn die Marktkapitalisierung so 2 Milliarden überschreitet, da sind wir nicht mehr weit weg, dann wird es ein wirklicher Dorn im Auge für die Regierung und dann fangen die an, das zu verdrängen und mit eigenen Kryptos an den Markt zu gehen. Das sehen wir jetzt ja schon. Also Kryptos werden halt hier und da erschwert im Handel. Man kann sie nicht verbieten, man will sie nicht verbieten. Wer die machen will, gerne, aber bitte auch nicht übertreiben. Auch da gibt es Risiken und auch da gibt es halt hohe Volatilität und es ist nicht das Allheilmittel. Und was mich ein bisschen dann wirklich stört, ist fast dieses Religiöse, was die Bitcoin-Jünger, und es gibt ja wirklich diesen Begriff Bitcoin-Jünger, was das Religiöse, dass Bitcoin also wirklich die Lösung aller Probleme ist und dezentral und nein, überall gibt es Probleme und wenn ihr die noch nicht erkannt habt, dann müsst ihr genauer schauen, denn die sind dann versteckt, aber die sind genauso da. Wenn wir jetzt mal so einen Ausblick auf dieses Jahr, aber vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter werfen. Halten sich die Börsen stabil? Wird das Step-by-Step weiter nach oben gehen? Oder kann man das einfach nie sagen, weil irgendeine Krise, wie wir gesehen haben bei Corona, wie beim Ukraine-Krieg, dazwischen funken kann? Wie sollte man sich da so vielleicht positionieren? Also seriös kann man es natürlich nicht sagen, was im nächsten, übernächsten Jahr passiert. Was ich sagen kann, ist, dass weder der DAX noch der Dow Jones, der S&P vielleicht stellenweise wirklich überteuert sind. Also der S&P ist teuer, aber gut. Gute Immobilien sind auch teuer, gute Aktien sind teuer. Also wir sind jetzt nicht wirklich in einem Einstiegsniveau. Trotzdem würde ich jemandem, der keine Aktien hat, sagen, fangen Sie an mit 3, 4, 5 Standardtiteln oder eben einem gemanagten Fonds oder einem ETF. Muss ja nicht viel sein, aber tun Sie zumindest einen Fuß ins Wasser. Wir müssen ja keinen Körper machen. Man sollte dabei bleiben. Die Börse ist ein Langfristlauf und ein Dauerlauf, ein Marathon. Natürlich kann mal eine deutliche Korrektur kommen, womit ich nicht rechne, ist ein Börsencrash wie 1929. Aus dem Grunde, was wir eben ganz am Anfang besprochen haben, das Thema Kriegswirtschaft. Also eher kommen wir in eine regulierte Wirtschaft und dann sind eben auch die Kapitalströme reguliert, dann ist auch der Zu- und Abfluss an der Börse reguliert, dann haben wir also eher ein Einfrieren oder ein Versteifen der Wirtschaft, dann ist vielleicht auch die Handelbarkeit nicht mehr ganz so toll, aber die Assets sind dann nicht mehr so volatil und also durch diese Phase müssen wir vielleicht durch, aber wahrscheinlich kein 1929. Da haben die Länder doch, die Staaten, sehr viel gelernt. Da sind wir auch in den technischen Möglichkeiten weiter. Da ist auch das Eingreifen der Regierung viel stärker schon gewesen. Auch die letzten Jahre, nachdem die Geldpolitik nicht mehr gewirkt hat, das ist so 3, 4 Jahre her, hat man dann verstärkt ja mit der Fiskalpolitik angefangen, also direkte Staatsausgaben, die dann auch direkt natürlich konjunkturwirksam werden, was bei Geldpolitik nicht der Fall ist. Also man geht mit aller Macht da auch in staatswirtschaftliche Instrumente hinein. Die Regierung spricht ja auch über das Generationenkapital. Ich nenne es mal vereinfacht gesagt Aktienrente. Es ist aber anders wie in Schweden, dass eben nicht von dem monatlichen Betrag, den man in das Rentensystem zum Beispiel einzahlt, da auch was in den Aktienmarkt geht, sondern der Staat nimmt erstmal Geld in die Hand, wirft das in den Topf und davon sollen hoffentlich irgendwie mal die Renten mit finanziert werden. Halten Sie das grundsätzlich für ein gutes System? Grundsätzlich ja. Also ich habe vor
mindestens 4, 5 Jahren mal vorgeschlagen, wahrscheinlich schon länger, dass wir diese Nullzinsen nutzen sollten. Deutschland sollte 1 Billion Staatsanleihe aufgeben. Wunderbar, keine Zinsen. Diese Billion nehmen, so wie der norwegische Staatsfonds, in einen 1-Billionen-Fonds investieren. Das wäre das beste Geschäft gewesen, was wir hätten machen können. Aber das, und da kommen wir dann in Souveränitätsfragen, das ist nicht erwünscht, dass Deutschland solche Züge macht. Die Schweiz macht es. Die Schweiz muss regelmäßig Franken emittieren und Franken verkaufen, um den Frankenkurs zu drücken, und hat mittlerweile über 10% Aktien in der Bilanz der Nationalbank. Also grundsätzlich ist es eine gute Idee, wenn es nicht von der Lobby zerschossen wird und dann nur Lobbyinteressen dient. Die Amerikaner haben da eigentlich das beste System. Die sagen, ich kann 10%, bin ja amerikanischer Staatsbürger auch, ich kann 10% meines Bruttoeinkommens steuerfrei in ETFs, in Indexfonds investieren. Das sind dann gewisse zugelassene Produkte, das ist auch okay. Und ich muss erst versteuern den Wertzuwachs in 30 Jahren, wenn ich dann in Rente gehe. Also das ist ein super System, super einfach. Deswegen wird die Lobby auch versuchen, ein solches einfaches System zu verhindern. Ja, das wäre ja eigentlich wünschenswert, dass man ETFs, Fonds, was auch immer, ein bisschen unterstützt von staatlicher Seite und eben, wie Sie sagen, auch die 10% vom Gehalt dann da reingeben kann und keine Steuern darauf zahlt. Richtig, richtig, absolut. Also ich trommel seit 24 Jahren für die Aktienanlage in Deutschland. Mein erstes Buch ist Investieren statt Sparen gewesen in Deutschland. Nicht mein erstes Buch überhaupt, aber zum Thema. Das ist im Jahr 2000 erschienen und seitdem hat sich nicht viel verbessert. Jetzt haben Sie vorhin am Anfang gesagt, Sie waren schon ein paar Jahre nicht mehr hier. Hat sich was verändert an der Börse? Im Prinzip nicht. Also jetzt war es ja spannend. Wir hatten einen Börsengang und da war ein bisschen mehr los. Aber im Prinzip ist ja das Thema, dass die Börse mehr und mehr elektronisch ist und Kulisse ist für eben auch Drehs wie unseren. Und natürlich passiert noch ein bisschen was da, aber vieles passiert im Hintergrund. Das ist ja schon seit 15 Jahren und mehr so. Also ich war allerdings zum Crash 87 auch da unten. Da war ich nämlich Praktikant auf dem Parkett der Frankfurter Sparkasse von 1822 und ich war gerade den zweiten Tag auf der Börse, da crashte es. Und da war es noch anders, da wurde noch natürlich gehandelt, manuell auch mit Scheinen, mit Zettelchen und so weiter oder mit Zeichen. Ich musste natürlich, meine Hände wurden mir festgebunden, nein, so nicht, aber ich musste natürlich still in der Ecke stehen. Aber es war sehr, sehr spannend und was sich aber verändert hat, ist natürlich, dass die Euphorie, die man gespürt hat, als ich anfing, öffentlich auch mit dem Thema Aktien aufzutreten, 1998, das war natürlich die New Economy, aber das ist völlig weg. Und die deutsche Börse ist eben, damals war sie die heißeste Börse der Welt kurzzeitig. Und die deutsche Wirtschaft war ja lange auch noch drittgrößte Volkswirtschaft, das ist jetzt auch nicht mehr. Und dann ist aber leider die deutsche Börse auch von der Bedeutung her immer mehr in Richtung einer Provinzbörse abgesackt. Und das ist schade, auch das Thema, dass damals Werner Seifert, der Vorstandsvorsitzende, die London Stock Exchange kaufen wollte. Das muss Anfang der 2000er gewesen sein, 2003 rum. Das hätte finanziell gepasst. Die deutsche Börse war auch besser aufgestellt, viel besser als die London Stock Exchange. Aber das hätte ihm klar sein müssen, dass man ihn das aus politischen Gründen niemals hätte machen lassen. Also das war dann politisch etwas naiv, dass er das versucht hat. Ökonomisch top. Und ich kann mir nur wünschen, dass dieser Börsenplatz wieder mehr Beachtung findet, dass unsere Wirtschaft, dass mit der Wirtschaft kräftig nach aufwärts geht, dass unsere Wirtschaftspolitik sich wieder etwas wirtschaftsfreundlicher gestaltet und dass wir hier dann wieder vor einem vollen Saal sitzen. Das klingt nach einem guten Schlusswort. Dankeschön an Professor Max Otte, Buchautor, Ökonom und Fondsmanager. Dankeschön, dass Sie heute hier waren. Hat mich sehr gefreut. Und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.